Hey, ja, Justerstuppe, willkommen zurück zu Metro Last Light zur Fortsetzung dieses Spiels. Beim letzten Mal sind wir mit Pavel durch die Katakomben spaziert und mussten uns dort gegen, ja, Lichtschellwesen zur Wehr setzen, die tatsächlich so getötet werden können durch das Licht. Durch das Licht können die so getötet werden, was uns ja auch gelungen ist, aber wir haben ein paar Patronen verbraten, umsonst, verschwendet eigentlich, muss man sagen, weil eigentlich haben wir die, ja, nicht damit nichts machen können eigentlich. War Verschwendung, aber wir haben trotzdem versucht, am Leben zu bleiben, haben es geschafft, haben Aufzüge benutzt, die uns nicht vertrauenswürdig erschienen und haben trotzdem geschafft, auch rauszukommen und machen jetzt entsprechend weiter und ich würde sagen, wir setzen auch fort. Und schauen, was jetzt erwartet. Also, los geht's! Wir sind jetzt fast beim Theater. Der Metro-Eingang sollte ganz in der Nähe sein. Doch so kurz die Strecke auch ist, wir werden sie auf der Oberfläche zurücklegen müssen. Und dort kann jeder Schritt, den man macht, der letzte sein. Das ist schlecht, das klingt übel. Ein Weg durch das Licht machen wir. Ja, wir sind also bald beim Theater angekommen, sind also bald wieder in sicherem Territorium der Metro. Aber wenn wir da hinkommen, ist halt die Frage, ob wir jetzt über die Oberfläche müssen. Ist gefährlich, wie wir wissen. Also wird nicht so einfach, aber... Ja gut, ich würde sagen, wir machen das trotzdem. Los geht's. Kumpel, wir sind da. Reiß dich zusammen. Wir haben nicht viel Zeit bis zur Dämmerung, okay? Okay, da der Tunnel eingestürzt ist, können wir die Rolltreppe zur Theaterstation nur über die Oberfläche erreichen. Und glaub mir, hier draußen sollten wir besser nicht im Dunkeln erwischt werden. Okay. Hoppla, wir haben Glück, Artyomich. Hier scheint jemand zu leben. Ranger vermutlich. Ach, ich weiß nicht. Und wo es Ranger gibt? Scheiße, die Filter sind fast alle. Wir müssen es schaffen. Komm schon, nimm was du brauchst. In der Metro sind wir alle Brüder. Wenn du das sagst, immer nehme ich das Ding hier. Das kann ich brauchen. Neuer Eintrag. Erster Entwurf haben wir. Wir haben einen Erfolg freigeschaltet. Eintrag 1. Es gibt wieder zwei hier. Das ist mal, der Level heißt, das heißt eigentlich Echos. Und nicht durch das Licht, aber gut. Ich weiß, welchen Titel ich tatsächlich nehme, in meiner Videobeschreibung, wahrscheinlich vielleicht beide. Vielleicht, da muss ich mal gucken, weil es ja sinnvoll ist, dann beide zu nehmen. Eintrag 1. Seit dem Tag, an dem wir in der Metro landeten, bin ich nur wenige Male an die Oberfläche gegangen. Die Hintergrundstrahlung ist dort zu hoch, sodass häufige Ausflüge für jene, die mutig genug sind, es zu versuchen, schwere Krankheiten zur Folge haben. Man muss an der Oberfläche ständig wachsam sein. Die Verschmutzung neigt dazu, ungleichmäßig verteilt zu sein. Es gibt Hotspots, die einem innerhalb von Minuten eine tödliche Dosis Strahlung verpassen können, während andere Stellen sogar bewohnbar wären, gäbe es da nicht die Monster und die unerträgliche Atmosphäre. Das Auge kann zwischen einem sicheren Ort und einem Hotspot nicht unterscheiden. Dafür benötigt man einen Geigenzähler. Man kann auch nicht ohne Gasmaske an die Oberfläche gehen. Einst gehörte die Erde uns. Heute, auch wenn ich mich noch an dem Sommertag mit meiner Mutter im Garten erinnere, kann ich kaum glauben, dass es jemals so gewesen ist. Ich kann nicht glauben, dass ich einmal in einem dieser riesigen Häuser gewohnt habe, die Tag für Tag in den Himmel ragen. Es ist, als wenn die Metro schon immer mein Zuhause gewesen ist. Trotzdem vermisse ich die Welt, die wir verloren haben. Ja, so sieht's aus. Okay, müssen wir wieder ein paar. Wir haben noch gar keine Gasmaske, ne? Hier soll ein Dingens sein. Ein Ranger. Na dann nehmen wir die mal mit und packen das Ding auf. Hopf. Wer jetzt im Stalker? Hey Freund, ich könnte eine Uhr gebrauchen, wie du sie hast. Zu wissen, wie viel Luft übrig bleibt, ist ein Muss, nicht wahr? Ja, das stimmt, das ist. Ich glaube, das wird ganz übel enden für uns. So. Wir haben dir nichts mehr verloren. Lass uns weitergehen. Ich guck mal, ob hier sind noch Spinnenweben, die ich mal löschen kann. So. Und? Gehen wir? Nein, noch nicht. Ich muss auch noch mal aufladen.
So. Hier ist nichts, okay. Wieso hast du keine, keine Uhr? Ja gut, ist mal auch egal, wie spät es in der Metro in unten bist, ne? Hast du recht. Dann ab die Post, los geht's. Weißt du, ich habe von Dingen gehört, die da draußen rumstreunen und nicht einmal von Schüssen aufgehalten werden können. Na. Du hast schon einige Scheiße hinter dir, ich weiß. Aber das ist nichts gegen das, was vor uns liegt. Die Sonne. Artyom, vergiss nicht. Wenn du leben willst, dann darfst du nicht einen Moment unachtsam sein, okay? Ich habe davon gehört, dieses Flugzeug war unterwegs nach Moskau, als die ganze Stadt in Flammen aufging. Tja, das Gebäude, wo es abstürzte, das war der Eingang zum Theater. Das Eis taut hier oben. Das ist fast wie Frühling. Ah, Artyomitsch, vielleicht werden wir noch den Sommer erleben. Warte. Irgendwo muss hier ein unterirdischer Weg sein. Die Ranger würden den Platz niemals an der Oberfläche überqueren. Also gut, wir könnten hier am Flügel runtergehen. Also gut, so viel zur Sonne. Die Wolken sind ziemlich schnell aufgezogen. Ja. Ach du Scheiße, es regnet wirklich jetzt. Oh oh. Meine Güte. Regen. Regen. Ach, Job, hast du das letzte Mal Regen gesehen? Ja? Scheiße. Ich glaube, das war voll im Weg. Verdammt. Radio Steve. Ich kann fast spüren, wie er sich das macht. Oh oh. Haben wir uns einen schlechten Zeitpunkt ausgesucht, um an Oberfläche zu gehen. Und trotzdem gucken, ob wir was finden. Wir brauchen ja Filter, wir haben ja nicht so viel Zeit. Wo ist du? Ich verliere dich ja. Hey Kumpel, siehst du, dass deine Lampe aufgeladen bleibt? Gib mir Deckung, achte auf die Seite. Langsam jetzt. Schon auf 14, Nation. Wenn du deine Maske tauschst, dann schnell. Dieser arme Kerl braucht seine nicht mehr. Der Filter? Was zur Hölle? Ich glaub, mir wird schlecht. Gib mir. Es heißt, diese Tunnels beherbergen mehr als nur Mutanten. Ein guter Kommunist glaubt nicht an Seelenation. Aber dieser verdammte Ort lässt mich, ja, zweifeln. Ja. Telefon? Max Payne? Sag ich immer gern Max Payne? Gut, wer immer hier jetzt lag, das ist nur noch ein Kadaver. Es ist nichts mehr übrig geblieben von dem Vieh. Brauchst du gar keinen Filter? Ich gucke, mir dabei. Oh, hier ist ja noch ein Spinnweben. Hier rein. Also mir gefällt das ja nicht, hier reinzulaufen, muss ich sagen. Aber Leute, mir gefällt es lieber, als oben rumzulaufen. Haben noch ein bisschen Zeit. Was war das denn, ey?
Jetzt, wir haben eine Dinges gefunden. Und Filter. Das ist die wir hatten, ne? Das ist die neue, die wir jetzt haben. Nee. Doch, das ist doch. Das ist jetzt die neue. Genau, hier eine Pistole und ein Dingens. Genau, wir sollten mal. Was haben wir jetzt gemacht? Hab ich ja eigentlich. Wollte einen Filter wechseln. Was haben wir jetzt gemacht? Haben die. Ja, hab ich abgesetzt. Ich Held, ich Idiot. Bin mal kurz gestorben. Komm ich nicht lang? Nehmen wir mal lieber die hier. Haha, haben noch zwei Kugeln. Aber 118. Bist du okay, Kumpel? Du bist ja voller Blut. War eine Sauerei. Schrotflitter gefunden? Sehr schön. Die wird noch nützlich sein. Artyom, stopp. Blunter, sofort. Teleport. Meine Güte, ein riesiges Ruder. Der Sturm hat sich. Ich bleibe bei Artyom. Wenn wir uns sehen, werden wir in Stücke gerissen. Scheiße, das war knapp. Na gut, Artyom. Nicht noch mehr von diesen Tricks. Lass uns zum Flugzeug gehen, bevor noch ein Rudel kommt. Schnell! Okay. Wie war es, die Maus? Du gehst vor, ich folge dir. Was war das denn? Sehr beunruhigend, ne? Im Spiel. Das stimmt mal wieder richtig cool, muss man sagen, im Spiel. Ich habe Geschichten über diesen Ort gehört. Hier passiert seltsame Scheiße. Ich bin hier! Zum Notausstieg! Hey, versuch sie zu öffnen. Ich gebe dir Deckung. Okay. Klemmt? Ach verdammt! Lass es uns zusammen probieren! Los, komm schon! Sieh mal, Artyom. Verlier hier drin nicht den Verstand, ja? Okay, lass uns gehen. Ach du Scheiße. Ein Ranger hat mir gesagt, dass dies ein Flug von Mallorca war. Familien, die aus dem Urlaub kamen, weißt du? Weißt du, Artyom? Ich war nie am Meer oder in einem Flugzeug. Ja. Hat nicht sein sollen. Ich fühle mich, ich weiß nicht, ich fühle mich komisch. Ja, kann ich verstehen. Kumpel, siehst du auch diese Scheiße? Aha. Artyom, was ist das? Was ist hier los? Meine Güte, sieh nur, die leben! Nein, hier lebt keiner mehr. Verrückt ist das. Ich komme nicht dahin, ne? Komme nicht dahin hin auf der anderen Seite. Oh Gott, ist ja bedrückend. Scheiße! Wir verlieren Schub! Die Motoren sind da! Flug 767x54! Was war das für ein Blitz? Scheiße! Der Tower ist weg! Toja! Wir gehen runter! Die Instrumente sind ausgefallen! Ich bekomme keine Anzeige! Oh mein Gott! Oh,
Da war noch mehr Rauch. Rauch! Zu viel Rauch! Alter, was ist das für ein kranker Scheiß, ey? Boah, was war das denn? Er war ja mal jetzt gesehen. Die waren gerade im Urlaub, kamen die zurück, dann die waren halt am Landeanflug gewesen, dann kam der Atomblitz, quasi die EMP, also die EMP-Schockwelle durch den, also die Atombombe. Und dann wurde waren alles weg. Krasser, wie das ist. Die Rote Linie ist einer der größten und stärksten Staaten in der Metro und besitzt, und besetzt fast eine ganze Linie. Doch, solange ich mich erinnern kann, haben die Roten immer gepredigt, dass es ihr Ziel ist, der gesamten Metro den Kommunismus zu bringen, einen zerstörten Staat wieder aufzubauen, der auf den Idealen von Gleichheit und Gerechtigkeit basierte. Das Problem ist, dass sich die unabhängigen Stationen so gut es geht von der roten Linie fernhalten. Das bedeutet, dass es eine Wiederherstellung nicht ohne Konflikte möglich, dass eine Wiederherstellung nicht ohne Konflikte möglich ist. Ja, die Roten sind keine Engel, aber was die Faschisten machen, das ist regelrecht der Horror. Und ich bin froh, einen Verbündeten wie Pavel zu haben. Selbst wenn er rot ist. Ja, ist also das kleinere Übel, die Roten. Atmen! Kaum möglich! Alter, krasser Mist. Rauch! Ja, zu viel Rauch! Komm, ja, helf mal ihm mal. Ja. Artyom, ach Mist, wenn du mich nicht geweckt hättest, wäre ich vermutlich erstickt. Wie die anderen vier. Das klingt nicht gut. Dämon! Mach ihn kalt! Mach ihn kalt! Ah, ich hasse diese Viecher! Ihr kommt auf dich zu! Das tat weh! Das gibt ein paar Rücken! Das gibt ein paar... Mann, du schuldest mir was! Ach du Scheiße! Alles klar? Schnell! Wie konnte ich jetzt hier den Medikit benutzen? Wie ging das? Da habe ich wieder alles vergessen, ey, was mir gesagt wurde! Scheiße! Hätte ich mal angucken sollen, was er wieder braucht an Tasten. Nein. Ich hab erst vergessen, mal den Filter wechseln und jetzt auch das. Mir noch. Gib her. Wir haben genug. Du hast eine Klatsche hier, siehst du? Klatsche. Ja. Er hat nur eine Klatsche gehabt eben. Verdammte Telepathen! Kaum sind wir vom Flugzeug weg und schon fast da! Mach dich bereit! Ich bin noch geballert. Nein, daneben.
nächsten Ecke. Wir müssen los, sofort. Ja? Schneller, schneller. Das ist nicht so gut. Komm her. Ich bin in dir. Ich bin hier. Ja, ich bin noch da. Ach so. Hilf mir mal. Schneller, es kommen noch mehr. Verdammt, wir müssen den Eingang finden. Über dir. Oh, du Scheiße. Wir sollten uns. Rote, die sind immer noch hinter uns her. Aufmachen! Aufmachen, Konzertant! Lasst uns rein, ihr Bastarde! Rein, Bewegung! Uff. Kinderspiel, was? Alter, das war gar kein Kinderspiel, ey. Unser kurzer Besuch im toten Moskau, das Phantom der Vergangenheit, ist vorbei. Das war richtig übel, ey. Da habe ich auch teilweise auch die falschen Tasten, das ist ein bisschen problematisch gewesen. Aber wir haben es jetzt geschafft, dieses Level war ja ganz spannend, muss man sagen, ne? Muss man sagen, an der Oberfläche. Immer ein Abenteuer, muss man hier sagen, in dem Spiel. War wieder sehr spannend, ich habe hier auch Spaß daran. Denkt daher wie immer an die Kommentare und an die Bewertungen und auch an die Glocke, damit ihr wisst, wann und wie es weitergeht. Denkt daran, dass ihr mir auf Facebook und auf Twitter folgen könnt, um auf aktuellen Stand zu bleiben, was den Kanal angeht. Ihr könnt mir allerdings beitreten in der Steam-Gruppe zum Diskutieren über meine Let's Plays und Livestreams oder. Ihr kommt auf den Discord-Server zum Quatschen, zum Kennenlernen, zum Spielgruppen bilden, zum Spaß haben, zum Mitmachen bei Livestreams und dort erfahrt ihr ebenfalls, was so Neues auf meinem Kanal so passiert. Alles verlinkt in der Videobeschreibung und ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.